Spüre den Zorn, Tenchi. Ziehe gesichtet. Bleib stehen, Tenchi. Haha. Ja, hallo, liebe Gefängnisfreunde. Ich bin der Tenchi und wir spielen. Na? Escape ist ganz klar. Was sonst? Und ich habe mal ein bisschen Forschung betrieben. Ich habe mal nochmal im Wiki mal reingeschaut, was so neu ist und so. Und habe mir auch mal ein bisschen die Kameras angeschaut. Man kann die Kameras damit 30 Sekunden lang. 30 Sekunden lang ausschalten. Aber auch mit Zahnpasta kann man sie 30 Sekunden lang ausschalten. Und Zahnpasta gibt's ja en masse, liebe Freunde. Das ist so kein Problem. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und natürlich auch mit Duct Tape. Also mit Duct Tape kann man die auch ausschalten. 60 Sekunden lang. Aber ich will mein Duct Tape nicht sinnlos verschwenden. Also von daher. Von daher ist das gar keine Option. Nein, da kostet 30 Duct Tape und ich habe kein Geld. Schade, dass man nichts verkaufen kann. Das wäre schon irgendwo praktisch. Ah, jetzt Geld haben. Ich habe auch mal gesehen, einer der bestbezahltesten Jobs wäre eigentlich das Beliefern. Also, dass man. Ja, beliefert quasi, also hier da hinten, das mit dem LKW. Das ist ein gut bezahlter Job. Oder Briefbote wäre nicht schlecht, das habe ich ja schon mal gesagt, hier Briefbote, damit man in die Zellen rein kann, ohne dass die Kameras da groß rummeckern. Aber naja, kann man jetzt nicht mehr ändern. Ich habe den Job noch nicht oder ich werde wahrscheinlich auch nicht kriegen, müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall kann ich jetzt versuchen, also ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal, oh Gott, dieses jedenfalls, scheiß aufs Frühstück. Ist mir scheißegal. Ich durchsuche jetzt die Zellen und werde hoffentlich noch was Leckeres finden. Ja, kein Problem. Zahnpasta zum Beispiel, die werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Und eine Tasse nehme ich auch noch mit. Weil, wie gesagt, mit Tassen ist ganz gut. Alter. Klebstoff nehme ich auch noch mit. Das brauche ich noch ganz dringend. Da ich ja Pappmaché machen muss. Für Pappmaché brauche ich ja dann für die Fake-Wand. Und ich brauche dann mehr als nur das eine. So langsam wird es ja etwas enger. Muss ich dann irgendwann mal schauen, dass ich das auch richtig hinkriege wieder. So, da kommt gerade. Oh, nochmal Klebstoff. Das ist gut. Weil ich brauche zweimal Pappmaché. Das heißt, ich brauche zwei Toilettenpapier. Pappmaché ist, glaube ich, illegal. Bin mir nicht sicher, ob das legal ist. Ich glaube, es ist illegal. Deswegen muss ich es erstmal als Rohmaterial quasi behalten. So. Ich hätte jetzt aber zwei. Ich könnte also eine Fake-Wand basteln daraus. Das ist schon mal gut. Ich bin bestimmt viel zu dumm dazu, aber hey. So, ich bin wahrscheinlich eh viel zu dumm dafür, aber ist kein Problem. So, ich kann mich wieder bewegen. Wir durchsuchen die anderen Zellen auch noch. Vielleicht habe ich Glück. Ja, Schokolade wäre schon mal nicht schlecht. So. Ja, beim Frühstück, wenn ich da nicht auftauche, dann meckern die bloß am Endeffekt rum. Folie wäre nicht schlecht für die Detektoren, aber Da brauche ich auch wieder Klebeband und alles. Okay. Da haben sie mich jetzt nochmal schnell geschockt. Und jetzt geht's erstmal an die Arbeit. Ich will ja wenigstens diesen einen Job nicht verlieren. Weil der ist schon, da ist ein Fleck in der Küche. Merken. Küche. Fleck in der Küche. Dann laufen wir hin und machen das schnell. Interessant, dass mich ja keiner zusammenschlägt. Wobei in den ersten Folgen gab es ja so ein paar Schläger, die sich mit mir anlegen wollten. Aber das haben die dann nicht lange gemacht. Hier, das soll so sehr gut bezahlt sein, der Job hier. Sehr gut. Ich hätte ja gerne noch einen anderen. Aber das Problem ist, das sind alle hier Briefträger. Puncho. Müsste man irgendwie ausschalten. Müsste eigentlich zusammenschlagen und fesseln. Den Plan hatte ich ja... Habe ich ja letztens gut ausgeführt gehabt im anderen Knast. Da ging das ganz gut. Da habe ich mich, glaube ich, gar nicht so dumm angestellt, muss ich sagen. Aber hier weiß ich nicht. Hier ist immer alles so schwer. Alles so schwer hier. Ah. Und irgendwie muss ich dann versuchen, das Ding aufzukriegen. Ich würde gerne einen Schraubenzieher haben. Kostet natürlich Haufen Geld. Dementsprechend kann ich es nicht wirklich machen, aber ich hätte schon gern einen. Man kann übrigens hier bei den Kameras unten durchflutschen. Habe ich auch gelesen. Man kann da durchflutschen, so ungefähr. Habt ihr gesehen, wie geil ich das gemacht habe? Ha? Ha? Ha, Leute? Tenchi hat's drauf. Yeah. Hier, na, Mist. Man darf aber nicht unter den stehen bleiben, dann entdecken die einen trotzdem. Oh. Nein. Ah, okay. Aber ist interessant, auf jeden Fall. Ja.
So, schnell vorbei. Schnell durchsuchen. Ein Poster. Ja, okay. Noch ein Poster bräuchte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt. Jetzt hat mich natürlich der Wachmann entdeckt. Nicht die Kamera, sondern der Wachmann. Ja, Insassen, eine Kammwaffe. Komm, nehmen wir einfach mit. Können wir irgendjemanden schenken? Guck mal hier, das läuft wie am Schnürchen. Ich hab's raus. Nur bei dem wird, naja, bei dem geht's leider nicht mehr. Na dann, findet mich ruhig. Ah, ein Blech. Hätte ich schon gern so ein Blech. Hier, ich schenk dir mal eben was. Das Problem ist nur, jetzt kommt die Wachen. Egal. Schnell das Blech weggetan, würde ich gerade sagen. So. Nein, der hat mich geschockt. Oh, das schockt mich jetzt aber. Okay, dann haben wir hier noch, ich glaube, hier war ich noch nicht drin. Ich weiß, bin mir nicht sicher. Leider kein Klebeband. So, also wir haben kein Klebeband. Hier war ich, glaube ich, noch nicht. Nein, leider kein Klebeband. Ich muss schnell, ups, wollte ich gar nicht hin. Jetzt werde ich eh gleich wieder zusammengeschlagen. Na. Ich werde zusammengeschlagen. Ah, okay. Aber ich war beim Mittagsappell, oder? Zählt das schon? Ich weiß es nicht. Dementsprechend gehen wir mal schnell zurück. Ich brauche jetzt... Jetzt muss ich mal schauen. Geld und so habe ich ja jetzt keins mehr. Und ich habe jetzt auch schon alles durchsucht. Also kann ich mich eigentlich anderen Aktivitäten widmen. Und zwar würde ich ja gerne mal ein bisschen Intelligenz hochklatschen, damit wir ein bisschen was basteln können. Und der Vent... Jetzt ist die Frage, ob ich ein Fake-Vent machen will. Oder ob ich einfach mit Schraubenzieher versuche, das immer wieder aufzuschrauben. Aber ich glaube, das war so, wenn ich einen richtigen Vent nehme, also einen Lüftungsschacht nehme, den aufschraube und dann wieder hinsetze, ist er wieder auf 100%, war das, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, aber ich glaube, das war ungefähr so. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher. Aber da in die Richtung muss ich auf jeden Fall irgendwie gehen, dass ich da mal in die Lüftungsschächte komme. Am besten einfach ein bisschen mit Kleber immer die Kamera zu kleben. Dann sollten wir uns eigentlich da gut hochgraben können. So, dann gucken wir uns nochmal an, ob wir mit einer Bettdecke... Hofgang. Interessiert mich eigentlich gar nicht. So, mal kurz gucken, ob ich mir schon was basteln kann. Das hier zum Beispiel würde ich gerne basteln. Nein, nicht Flinzy-Cutter, sondern das Ding. So, sehr schön. Ah, ich brauche ja Ducktape, ich Idiot. Haha, ich brauche ja Ducktape, habe ich ganz vergessen. Naja, okay. Bisschen blöd gelaufen. Ja, ansonsten kann ich mir vielleicht ein Fake-Dings basteln, aber wie schon gesagt, ja, ist natürlich illegal. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich schon alles basteln kann. Achso, ja, kann man offen lassen, so. Okay. Da haben wir ein Gegenstand mehr, der Kack, der illegal ist. Das passt schon irgendwie. Aber wir bräuchten jetzt noch sowas wie, ja, Schraubenzieher und so. So, bisschen sauber machen. Entschuldigung. Aber die haben zwar alle so ein Zeug, aber es ist alles so teuer. Es kostet Geld, Haufen Geld. Ich muss mal... Ach, ich wollte doch bloß gucken, ob du einen Auftrag für mich hast. Oh, jetzt kloppen sie sich, sehr schön. Ah, ich kann aber leider nicht gucken, was die haben. Officer Hans, ich suche was. Schokolade, besorgst du mir das? Na klar, hier, ich habe Schokolade für dich, Officer Hans. Ja, hier. Ja, Officer Hans, einen Gefallen getan. 20 verdient. Geil. So einfach ist das. So easy, Leute. Jetzt kann ich mir das hier kaufen. Alles kann ich mir kaufen. Bin reich, Leute. Ich bin reich. Okay, sehr schön. Was hier schon, brauche ich nicht. Komm, schnell gucken, was hat der? Ein Kamm, ey. Was soll ich denn mit einem Kamm? Nein! Oh, das war eine dumme Idee. Ah. Das war blöd. Ich wollte eigentlich jemandem das geben. Ja, jetzt bin ich natürlich sehr verdächtig. Ja. Hätte ich mich ruhig verhalten sollen. Vielleicht unter 90% gehen oder so. Hätte es vielleicht geklappt. Naja. Ist nicht so schlimm. Ich überlege gerade. Wir wollen auf jeden Fall hier hoch. Also ich schau mal, vielleicht gibt es noch so Ablenkungsjobs und so, weil Ablenkung ist ja kein Problem für mich. Oh, Entschuldigung, Crazy. Okay, tut mir leid. Das wollte ich nicht. Was verkaufst du mir? Verkaufst du mir gute Sachen, Crazy? Nein.
Okay, was sieht mit Andy? Der Idiot hat mich verpfiffen. Ah, der... Nein, ich habe gewiss gemacht, ich Idiot. Oh Gott. Ich habe gewiss gemacht. Das war ein bisschen blöd, dass ich jetzt den Job angenommen habe. Irgendwie hat Crazy meine Sachen in seinen schmutzigen Finger gekriegt. Armbanduhr, ich will es wieder haben. Na gut, das machen wir. Das ist gut. Ich will nur nicht, wenn du mir das besorgst. Klebeband? Nein. Leon und sein Kumpel haben mir mit Sachen gestohlen. Magazin, du kriegst eine kleine Belohnung, wenn du es zurückbringst. Klar, mach mal. Ja, das sind so Sachen, die kann man erfüllen. Wenn jetzt jemand zum Beispiel einfach niedergeschlagen wird, dann kann man das ganz gut erfüllen, glaube ich. Wie sieht es hier aus? Okay. Okay, das kriegt man alles hin. Ich frage mich, ob die Folgen immer noch zu kurz sind. Das wirkt auf jeden Fall wieder ein bisschen länger jetzt alles, weil man wartet jetzt quasi immer noch, bis es weitergeht, wenn man nichts zu tun hat. Ich könnte schon mal anfangen, den Fake, also das Vent-Ding da oben kaputt zu schneiden. Das heißt, ich hole mir mal das Abendappell. Ich hole mir mal schnell ein paar Messer. So viel ich tragen kann. So. Okay, Jungs, habt ihr mir was zum Verkaufen? Nein, immer noch nichts Neues. Gibt's ja gar nicht. Schade, kein Klebeband. Augen geradeaus. Folgende Maden. Es wird nicht Tenchi sein. Leon und Michael, oder? Michael. Wir haben kein Problem damit, Prügel auszuteilen. Das ist schlecht. Der den Fitnessraum überflutet hat, wird vernichtet. Was, vernichtet? Okay, ich bin clever, du Arsch. Na gut. Wir schaffen das. Ich werde jetzt in der Nacht mal gucken, wie effektiv das ist mit dem Rumschneiden, weil ich glaube, den Vent musste man schneiden. Ich würde eigentlich mal testen, ob man mit dem Bettlaken das hier zuhängen kann, aber wird ein bisschen schwierig. Ich brauche jetzt ein bisschen Platz. Und zwar mal eben 2 Stück Platz. Weil ich gerne Zahnpasta hätte und ich hätte gern das. Okay, das geht nicht. Achso, auf der Tür ging das ja eh noch nie. Oh, ich kann es wieder zurücklegen. Das ist ja geil. Ging sonst auch nicht wirklich. So. Ah, natürlich genau in die falsche Richtung auch noch. So. 30 Sekunden. Ja, wie viel sind 30 Sekunden? Das ist die gute Frage. Okay, einmal noch und jetzt schnell wieder runter. So, und 50% ist weggegangen. Ah, lol. Da ist ja noch ewig Zeit. Ewig, Leute, ewig. Noch mehr Zeit. Ah, ich kann auch von hier aus gucken. Geil. Ja, geil. Cool. Gefällt mir. Machen wir gleich nochmal. Aber diesmal vielleicht in die andere Richtung, genau. So, Zahnpasta ist jetzt natürlich leer. Ich habe ja schon eine Fake-Cover, ne? Das Problem bei der Sache ist nur, das Fake-Cover muss ich immer wieder neu bauen, weil es kaputt gehen kann. Und das ist ein bisschen blöd. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das jetzt schon einsetzen soll, weil ich noch momentan noch keine Verwendung sehe, da hochzugehen. Außer natürlich Sachen verstecken, das könnte man da, glaube ich, schon ganz gut machen. Weil wir haben ja schon einiges. Ach komm, das machen wir. Ich nehme den schon mal mit. Wir nehmen aber gleichzeitig noch die nächste Zahnpasta. Ach, geht nicht. Muss ich warten. So, jetzt aber. Na, ich weiß noch nicht mal, ob ich es überhaupt kaputt kriege, aber ich denke schon. Wir haben ja genug Zeit. Wir haben ja genug Zeit. Aber jetzt, dadurch werden die Folgen jetzt schon wieder viel zu lang. Also die werden wenigstens länger, wenn ich jetzt 2 Folgen immer mache. Das ist natürlich krass. Wenn ich dann immer nachts auch noch ordentlich arbeite, dann werden die Folgen natürlich ein bisschen länger als anfangs. Na, werden wir ja sehen. Aber komm, mach mal. Nein, ich bin müde, das gibt's ja gar nicht. Komm, leg dich einfach hin. Nein, will ich nicht. So. Ich schlafe schon, Herr Officer. Kein Problem, ich bin voll am Schlafen. Okay. Die Frage ist, kann ich den Cover, muss ich das Cover reinmachen, wenn ich oben bin direkt? Brauche ich noch eine Puppe oder kennt die Kamera das? Ah, stimmt, wegen der Puppe und so. Oh, ich glaube, dann werde ich es erstmal noch nicht machen. Weil ich habe noch keine Puppe und ich kann mir das auch noch keine bauen. Aber ist alles schon mal vorbereitet. Finde ich gut. Sehr schön. Gut, dann schnell in den nächsten Tag hinein und sehen, wie es dann jetzt weitergeht. Puh, mal schauen. Jetzt müssen wir erstmal wieder anfangen. Erstmal alles durchsuchen. Morgenappell müssen wir leider mitnehmen. Den können wir nicht einfach liegen lassen.
Mal schauen, was die zu verkaufen. Wenn ich mal die richtigen erwische. Vielleicht hat ja jemand Klebeband. Dann kann ich endlich mal mein Poster zu Ende bauen. Wobei es vielleicht dann gar nicht so wichtig ist. Vielleicht sollte man erstmal schauen, wo die ganzen... Ich kauf's trotzdem. Ah, hier ist noch eins. Ich glaub's ja nicht. So, wie kriege ich das jetzt weg? Leon und Thomas werden durchsucht, aber ich nicht. Ich laufe jetzt einfach hoch und bring das schnell weg. Oh, da ist eine Wache. Ist mir egal. Und jetzt nicht auffällig sein. Nicht auffällig sein. Nicht auffällig sein. Immer schön verstecken jetzt. Dann geht das wieder runter. Und dann werde ich nicht verhaftet. Hoffe ich. Lalalalala. Gott, das dauert ja ewig. Jetzt gibt es auch noch Frühstück und ich tauche da nicht auf. Ich glaube, das ist auch auffällig. In einem gewissen Maß ist das auffällig. Ach, Mist. Ja, war ein Versuch wert. Okay, dann fangen wir schon mal an zu durchsuchen. Hier unten die Zellen sind ja ganz einfach. Da kann man ja hier so stehen bleiben einfach und dann denkt man sich so, flutsch. Und dann kriegt man keine Aufmerksamkeit. Na, ja, nur doof, dass die gerade alle so in die falsche Richtung sich bewegt, die Kameras. Okay. Wow, hallo. Achso, ist ja gerade Essen, ne? Ja. Oh. Oh, Mist, haben die mich? Jetzt haben sie mich. Ah, mein Hausmeister. Oh, Feuerzeug, das brauche ich auf jeden Fall. Ich bin Hausmeister. Ich muss mir meinen Wischmopp holen. Da haben wir ihn. Und dann wischen wir ein bisschen rum. So, die haben doch hier bestimmt irgendwann mal Dreck gemacht. Nein, haben sie natürlich nicht, war ja klar. Und mit dem Feuerzeug können wir uns auch mal eine heiße Schokolade basteln. Und dann ziehen wir die einfach irgendjemand über den Kopf. Das muss manchmal gemacht werden. Poncho zum Beispiel. Und dann müssen wir ihn fesseln und irgendwo verstecken. Das wird ein bisschen schwierig, weil das Verstecken ist immer so eine Sache, weil die rennen ja überall hier rum, diese hässlichen Offiziere hier oder Officer. Das sind ja keine Offiziere, das sind Officer. Das sind so eine... Ich nehme einfach Wärter. Diese Wärter rennen ja überall rum. Da ist es nicht so einfach, jemanden irgendwie da vielleicht in seine, vielleicht in die Zelle schmeißen. Ich glaube, in Zellen an sich laufen die nicht so oft rein, die Wärter. Dann könnte man vielleicht dann einfach jemanden in die Zelle schmeißen. Dann hoffentlich sieht das die Kamera dann nicht. Und dann kann der Poncho nämlich nicht mehr arbeiten. Das heißt aber, ich brauche ein Seil. Seil kann man sich aber auch aus Bestlagen basteln. Von daher alles null Probleme. Oh shit, haben die mich schon wieder erwischt. Okay. Talkumpuder. Ja, braucht man schon irgendwann mal. Aber momentan noch nicht. So, gib mir mal die Decke, danke. Oh shit. Oh shit, die sehen mich. Ach, fuck. Ja, da kommt einer. Aua! Voll ins Gesäß. Okay, kann man eigentlich auch diese Dinger mitnehmen? Nein. Na gut. Leider nichts dabei. Okay, ich bin immer noch dabei, hier unten versuchen durchzukommen. Ja, wenn ich immer da Wärter wären, die da lang rennen. Die sehen mich immer am meisten. Klebstoff, Klebstoff. Brauche ich momentan noch nicht so viel. Obwohl Klebstoff doch wegen Fake-Dings. Wegen des Fake-Dings brauche ich das schon noch mit dem Klebstoff. Mein Inventar ist voll. Mist, huch. So, aber nicht Punchus-Zelle, oder? Ich kann mir mal ein Seil, würde ich mir gerne basteln. Falsche Zelle. Ich werde eigentlich in die hier rein. Ah, ist aber schwierig hier, ne? Alles zusammenbasteln. Wegen Platzmangel. Machen wir mal so. Machen wir mal so. Ein bisschen was loswerden. Wobei ich... Messer brauche ich noch. Wegen der Lüftungsschacht. Mensch. So, warum bin ich eigentlich jetzt letzte Nacht nicht in den Lüftungsschacht hochgegangen? Warum war das nochmal? Ach, weil ich keine Puppe hatte, genau. Das ist vielleicht auch noch so ein Ding, was ich vielleicht machen sollte. Eine Puppe. Was schwierig, ich habe so viele illegalen Sachen jetzt mittlerweile einstecken. Mal gucken, ob ich ein Seil basteln kann. Okay, das ist schon mal gut. Das hat ein bisschen Platz. Und für die Puppe brauche ich auch noch ein bisschen Platz dann. Das heißt, ich muss noch... Ich brauche... Ein Laken, glaube ich, und zwei Kissen, wenn ich mich nicht irre. Dann klauen wir mal hier irgendwo mal. Inventar ist voll. Wobei, die brauche ich ja, die Messer. Ach, Tenchi. Der Mob kann weg. Das hier muss da rein. So.
Wenn ich jetzt hier mein eigenes Zeug nehme, Klebstoff geht nochmal da rein. Ja, der brauche ich nicht. So, Mittagsappell ist jetzt schon wieder. Oh, ups. Oh, oh. Das hat den Leuten nicht gefallen. Aber irgendwas ist ja eh noch zu viel. Der Kamm könnte eigentlich weg. Dann mache ich da ein Messer rein. Klebstoff ist auch wichtig. Ich habe sogar noch eine Klebebandrolle, fällt mir ja gerade auf. Das heißt, ich könnte mein letztes Poster basteln. Mache ich das? Das bringt auch nochmal, ja, was legal ist. Ist ja legal. Obwohl, ich würde ja warten eigentlich, ob ich es brauche noch für was anderes. Ah, Tenchi, du bist total durch den Wind. Okay, kein Problem. Kamm, Gabel, Messer. Ein Messer braucht man noch. Das habe ich sogar noch einstecken. Ich nehme, glaube ich, einfach das frische Messer. Die anderen schmeiße ich einfach jetzt weg. Und Klebstoff lasse ich auch noch da drin. Das kann man auch gut gebrauchen. Okay. Dann Mittagsappell. Oh. Spüre den Zorn, Tenchi. Ziehe gesichtet. Bleib stehen, Tenchi. Haha. Luschis. Ach, die haben mich laufen lassen, weil ich unter 90 gekommen bin. Da ist Puncho, mein Opfer. Du wirst bald leiden, mein Freund. Leiden wirst du. Irgendwo hau ich dir dann einfach eine über die Rübe. Und dann fesse ich den da. Und dann kann er seinen Briefträgerjob nicht mehr machen. Und dann mache ich den. Oh yeah. Oder ich nehme einen anderen. Zum Beispiel den Wagenjobs-Ding da. Jetzt, oh, ja, okay, das habe ich vergessen. Ich habe ja noch ein sehr hohes Dings gehabt. Der Typ, der da beim Wagen arbeitet, den können wir vielleicht auch nehmen. Habe ich jetzt eigentlich alles durchsucht? Ich glaube, die oberen habe ich noch gar nicht durchsucht, oder? Die hier unten, habe ich die durchsucht? Ja, die Kamera sieht mich jetzt natürlich. Okay, das war gerade ganz gut. Was? Das hat mich erwischt. Wie geht das denn? Was? Der hat mich auch erwischt? Ich bin mir gerade nicht sicher, was ich hier alles durchsucht habe und was nicht. Tut mir echt leid, Leute. Ich vergesse das immer so schnell. 99%. Kein Problem für Tenchi. Der macht fröhlich weiter. Oh, der rennt durch die Wand. Der rennt durch die Wand. Hier war ich bestimmt schon drin. Oh, Bücher und Seife und Socken. Na gut, dann tasert mich mal. Okay. Da gibt es leider nichts zu holen. Ich werde, glaube ich, noch die Intelligenz ein bisschen hochschrauben. Weil die kann man immer gut gebrauchen. Sollen die da Sport machen, ist mir egal. Ich mache Intelligenz. Und dann könnten wir uns doch tags, ja, nachts über dann mal da hochbegeben. Mit einer Puppe natürlich. Die habe ich ja schon gebaut, haben wir ja alles. Und dann gehen wir mal schon mal hoch und bringen da vielleicht ein paar Sachen schon mal hoch. Na, das wäre nicht schlecht. Oh, jetzt werde ich erstmal so viel reinschmeißen wie möglich. Dann kommt ja noch das Duschen. Dann kriege ich ja meine ganzen Punkte wieder. Geh an deinen Platz, Tenchi. Bin ja schon an meinem Platz. Hier, Pornos gucken. Ganz wichtig. Okay, Abendessen. Na, danach gibt's Duschen. Ich werde jetzt meine ganze Power da reinstecken. Wobei Essen natürlich auch eigentlich die Energie runterzieht. Naja, passt schon. Und ich bin fertig mit Surfen. Na, noch nicht ganz. Einmal mache ich noch. So. Möchte ja intelligent werden. Wikipedia hat mir geholfen, der schlauste Mann der Welt zu werden. Nein, kaum noch Essen da. Boah, Schwein gehabt. Ich habe noch was gekriegt. Dachte schon, die lassen mir nichts mehr übrig. Ja, ohne Geld kann man nichts machen. Aber vielleicht haben wir noch ein paar. Ich belohne dich, wenn du mir das besorgst. Klebeband. Nein. Nein, ich kann. Doch, kann sein. Das ist richtig. Ich habe mir eine Lektion zu erteilen. Wenn wieder Duschen ist, lenkt die Wärter ab, damit ich es durchziehen kann. Na klar. Mach ich, Kollege. Kein Problem. Duschen ist ja gleich. Taschenlampe will er wieder haben. Klar. Ach mal, nehmen wir auch an. Jetzt haben wir, glaube ich, alles komplett angenommen, was mir geht. Jetzt haben wir Duschen. Jetzt muss ich die Wärter ablenken. Aber das bin ich ja schon sehr gewohnt. Also das kann ich ja schon sehr gut. Wärter ablenken. Oh. Andere machen das auch gerade. Okay. Ich hau mal jemanden. Oh, ging aber schnell. Ja, ey, der hat mich auch gehauen. Der hat mich auch gehauen. Gibt's ja gar nicht. Der kriegt nichts, ne? Hallo, hallo, hallo. Na? Ich belohne dich, wenn du mir das besorgst. Bleichmittel. Ja. Bleichmittel? Müsste ich das nicht eigentlich kriegen als Hausmeister? Bleichmittel? Ich schau mal. Ja, geh weg. Lass mich an meinen Arbeitsplatz. Ich habe was vergessen. Ich muss mir meinen Wischmopp holen. Das ist ja einfach. Okay, Bleichmittel an Nummerherz. Ah, er möchte seine Herzen wahrscheinlich wieder wegmachen. Entbleichen.
So, ich muss da echt mal schauen, wie lang die, hier ist Nummer Herz. Ich muss da echt mal schauen, wie lang die Folgen werden. Weil die scheinen mir jetzt noch wieder länger zu werden, dadurch, dass ich mehr in Menüs rumgurke und so. Da werden die wieder ein bisschen länger. Mal schauen, ob man das so machen kann. Okay, ich habe $52. Klebeband. Für was bräuchte ich jetzt noch ein Klebeband? Naja, wenn man vielleicht... Also... Na... Ich bin mir nicht sicher, aber man kann es immer gut gebrauchen. Ich kaufe das jetzt einfach. So. Und jetzt auch nochmal Klebeband. Ich kann mir aber nichts mehr leisten. Folgende Maden bekommen ihre Zellen inspiziert. Das ist bestimmt Tenshi, ne? Nein! Scheiße! Oh, das ist gar nicht gut. Vor allem, weil ich jetzt auch noch durchsucht werde. Oh Gott, ich werde jetzt auch noch durchsucht, weil ich 99% habe. Ah, oh, warum denn ausgerechnet jetzt? Fuck! Mal, wie viel ich da drin habe. Und wenn die ein was finden, dann finden die alles. Dann machen die alles rückgängig. Glaube ich. Das war auch, glaube ich, so. Oh Gott. Ich weiß echt nicht, wie ich das jetzt machen soll. Ich muss das zum Nachbarn bringen oder so. Das Problem ist nur, die suchen ja jetzt nach mir. Nein, 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 nein. Nein, ist alles weg. Nein. Meine Attrappe, meine Puppe, mein Holz, alles weg. Oh, Denshi, du bist so blöd. Oh, ich habe natürlich das Wertvollste mitgenommen, quasi. Oh, mein Klebeband ist auch weg. Ich habe Geld dafür ausgegeben, um Kleber... Oh Gott, Tenshi, du bist so blöd. Meine Attrappe ist weg. Ich habe Kleber, kann mir aber keine Attrappe mehr leisten, weil ich noch Klopapier brauche. Und ich muss jetzt, weil ich ja trotzdem durchsucht werde, muss ich jetzt tatsächlich schnell das ganze illegale Zeug noch wegtun. Oh Gott. Naja, klotzt mich nicht so an, ey. Klotzt mich nicht so an, ey. Aber Inventar ist ja voll. Hm. Die Frage ist, wann werde ich durchsucht? Jetzt gleich? In der Nachtruhe? Ah, Leute. Das war ein Mega-Fehl. Was habe ich denn alles verloren? Mein Holz habe ich verloren. Die zwei Holzdinger. Die, naja, das habe ich alles noch. Ist alles noch nicht so schlimm. Der Fake-Vent. Das finde ich blöd, dass ich es verloren habe. Aber ich habe noch Kleber. Was nicht illegal ist, sehe ich gerade. Ich habe noch meinen Kleber. Das heißt, zwei Klopapierrollen besorgen ist kein Problem. Also Fake-Vent kriege ich wieder hin. Aber schade, weil ich hätte das hätte es gerne als zweite Fake-Vent benutzt. Ach ja. Ansonsten, ja, das Betttuchseil wäre mir scheißegal gewesen, wenn es weg wäre. Wenigstens habe ich das hier noch. Ja. Na gut, dann kann ich jetzt leider doch nichts machen. Vor allem muss ich das jetzt erstmal in die Hand behalten. Wer weiß, ob da jetzt nicht doch noch jemand kommt. Und meine Zelle durchsucht. Das können wir ja mal abwarten. Da kommt, glaube ich, auch schon der Durchsucher. Na, hat nichts gefunden. Komisch, ne? Hast nichts gefunden. Ach, gut. Na gut, dann, liebe Leute, war's das für heute. Und ich würde sagen, ich war der Tenshi hier vom Subs-Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.